Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den, Nivea-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den gibt's jetzt bei Rossmann zu kaufen, der ist dafür 49,99 gelistet. Und ja, hier sollen wir Pflegemomente drin haben und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr klassisch bei diesem Adventskalender immer so, ne? Und ja, den seht ihr jetzt auch gerade aktuell 1:1 bei der lieben Nicole vom Kanal von Chiquitas Play. Schaut gerne bei ihr vorbei, wir laden wieder gleichzeitig hoch, denn ja, sie hat sich den auch bestellt und dann haben wir gedacht, laden wir doch wieder zusammen hoch. Hier sind sehr viele Originalgrößen drin. Der Wert ist nicht so exorbitant krass, aber meistens macht man da schon einen ganz guten Deal, wenn man sowieso bei Nivea gerne was sich holt, ne? Und ja, ich würde mal sagen, wir werfen einen Blick hinein. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Der 1. Dezember ist ja immer so ein kleiner Öffner vom Adventskalender. Da haben wir die hautverfeinernden Clear-Up-Strips mit dabei. Das sind so drei verschiedene Größen, die wir hier drin finden. Und ja, sowas finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Vor allem, wenn man vielleicht so eine ölige Mischhaut hat und dann ein paar mehr Mitesser so auf der T-Zone hat, ne? Ich habe mal gehört, dass die nicht ganz so cool sein sollen, also dass man eigentlich besser so ein chemisches Peeling, Salicylsäure oder sowas machen soll. Aber ja, ich benutze die ab und an halt echt immer noch, ne? Am 2. Dezember habe ich so einen kleinen Briefumschlag drin. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mit dabei. Das ist so ein Armbändchen. Finde ich eigentlich ganz süß, ne? Das ist so ein, ja, blaues Armbändchen. Und dann haben wir hier in der Mitte dieses Herz. Ist ganz hübsch gemacht. Aber wie gesagt, das hat sich gereimt. Das ist letztes Jahr auch schon drin gewesen. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Das ist die klassische Nivea-Creme, aber halt mit so einem echt süßen Design. 30 ml haben wir in so einem kleinen Pöttchen drin. Und das sieht doch auf jeden Fall sehr hübsch aus. Also das ist so der Klassiker, den ich auch damals immer so bei meiner Oma im Bad gesehen habe, ne? Und den wir auch immer so hatten. Das ist auch sehr sinnvoll, das hier mit reinzupacken. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, beim Öffnen der Kläppchen reißt man auch leider so ein bisschen den Adventskalender mit auf. Ist ein bisschen schade. Hier habe ich von Nivea das mit Micellenwasser beruhigend für Gesicht, Augen und Lippen mit drin. 100 ml, auch das ist ein Klassiker, den wir, glaube ich, jedes Jahr so ungefähr im Adventskalender finden dürfen, ne? Und ja, ist ein schönes Produkt. Würde ich persönlich so als ersten Schritt von dem Double Cleansing verwenden und danach halt nochmal intensiv das Gesicht reinigen mit so einem Schaumreiniger oder so. Aber ja, genau. Ist auch jetzt mit verbesserter Formel, steht hier drauf. Das ist doch schon mal schön. Einen Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, habe ich hier sowas Eingepacktes. Die kommt mir bekannt vor. Das ist so eine Haarklammer. Ist ganz praktisch, ne? Dass wenn man so seine Skincare macht, dass man sich so die Haare aus dem Gesicht macht. Ist ganz schön gemacht. Aber ich glaube, sowas hatten wir doch letztes Jahr auch in der Art drin. Ich weiß nicht, ob das in der Farbe war. Zum Nikolaus erwartet uns eine erfrischende Tagespflege, 24 Stunden Feuchtigkeit mit Vitamin E für normale Haut und Mischhaut. Ja, ich habe eine sensible Haut, deswegen ist das für mich dann wahrscheinlich nicht ganz so reichhaltig genug, ne? Ich finde es immer, sie müssen hier keinen Lichtschutzfaktor reinmachen, ganz ehrlich, weil wenn ein Lichtschutzfaktor von 15 drin ist, gebe ich mir so oder so nochmal meinen 50er drüber und dann, ne, muss das einfach nicht sein, weil meistens vertragen sich dann die unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren nicht so gut. Aber ja, haben wir hier mit dabei, das ist auch so eine Tube, so ein ganz schönes klassisches Produkt, ne? Genau, das ist auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir hier so eine Originalgröße von so einem Produkt hier drin finden, finde ich. Ja, auch das haben wir wohl letztes Jahr mit drin gehabt, glaube ich, ne? Bye Bye Dry Skin, eine Gesichtsmaske extra pflegend für trockene Haut in der Nummer 7 und das ist so ein Zweier-Sachet. Ich gebe mir gerne halt solche Crememasken morgens auf, dass ich halt das einwirken lasse, während ich meine Zähne putze oder ich meine Pinsel wasche und so. Genau, lässt du auch nur 10 bis 15 Minuten drauf und das ist mit Honigextrakt und natürlichem Mandelöl. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie wirklich mit einer beruhigenden Nachtpflege. Richtig toll. 24 Stunden Feuchtigkeit und Regeneration gibt uns Traubenkernöl. Das ist für sensible Haut, ohne Parfüm geeignet, 50 ml und das finde ich richtig toll. Ich habe eine sensible Haut und dann kann ich sowas ganz gut verwenden und ja, ne, das hört sich für mich sehr passend an. Vor allem, dass es auch ohne Parfüm ist, ist immer sehr, sehr praktisch. Vor allem, bei Nivea haben wir immer sehr, sehr viele Parfümstoffe drin. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt was ohne Parfüm so haben. Schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über einen Umschlag freuen. Ach, guck mal, Alina, Frühlingsrolina, ne? Die wird sich darüber sehr freuen, denn das hier ist so ein Handspiegel. Den kannst du so in eine Handtasche packen oder du kannst ihn halt zum Schminken verwenden. Ist immer eine ganz schöne Sache, finde ich. Also ich habe sowas auch immer als Klappspiegel halt hier in meinem Schminktisch drin und verwende ich auch rege. Also dementsprechend, das ist eigentlich ein Tool, was man echt gut hier gebrauchen kann.
In der Nummer 10 darf es mit einem riesigen Kläppchen weitergehen und da drin enthalten ist ein Labello Caring Beauty in der Farbe Nude mit Vitamin E und Bio-Mandelöl. Genau, also Labello und Nivea gehören ja so zusammen und da hat man hier eine Lippenpflege mit drin enthalten. Sowas finde ich immer sehr, sehr schön und dann hat man halt hier noch so ein Hint auf Tint mit dabei. Finde ich gut. Am 11. Dezember haben wir ein Deo drin. Das kann ich auch immer gut gebrauchen. Verwende ich immer abends nach dem Duschen. Einfach weil zwischen Duschen und dann irgendwann ins Bett gehen vergeht bei mir eine ganze Weile. Und dann verwende ich gerne nochmal so ein Deo. Fresh Flower 0% Aluminium ist hier mit dabei. 48 Stunden Deo-Schutz. Nee, das ist auch eine Originalgröße. Also wir haben hier, was die Beauty-Produkte angeht, wirklich gute Originalgrößen, ne? Weil du kannst auch diese kleinen Größen von diesen Sachen zum Beispiel, so zum Beispiel bei Nivea auf der Homepage kaufen oder manchmal halt auch bei DM oder Rossmann, ne? Lassen wir die erste Schnapszahl, die Nummer 11, hinter uns und gehen weiter zur Nummer 12. Da haben wir auch einen Klassiker drin, das ist die reichhaltige Body Milk 5-in-1 Pflegeformel mit Tiefenpflegeserum, Mandelöl und Vitamin E für trockene Haut. 75 Milliliter sind hier drin und das ist ein sehr schönes Produkt. Also das mag ich wirklich gerne, dass es hier mit dabei ist, weil es halt so klassisch ist, ne? Und das ist auch wirklich das Zwischenfazit von meiner Warte aus. Es ist alles sehr klassisch. Also es kommt mir wirklich so vor, als wären viele Produkte auch schon in den Vorjahren in Adventskalender drin gewesen. Ne? Das sind halt so Standardprodukte, die so haben. Und dann halt auch so Füllprodukte. Ich weiß nicht, ob die noch von den letzten Jahren irgendwas über hatten, dass sie das dann auch noch hier mit reingegeben haben. Also manches finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich brauche hier nicht das Armband oder so hier mit drin haben. Meine Meinung, ne? Also die können, das ist ein riesiger Konzern, die können eigentlich auch derbe mehr Produkte hier reinpacken. Und wenn du anstelle von so einem Armband einfach noch eine Maske reingibst oder so, aber naja, wir schauen jetzt einfach mal, was die zweite Halbzeit uns so bringt. Dafür habe ich den Adventskalender einmal gewendet und hier sehen wir eine ganz frische Fensterfront. Wir haben in der Nummer 13 wieder einen kleinen Umschlag. Oh ja, es ist eine Glasnagelfeile. Naja, immerhin ist es eine Glasnagelfeile, das ist ein bisschen hochwertiger, auch wenn ich persönlich jetzt nicht so gerne Glasnagelfeilen verwende, sondern wirklich eher Sandblattfeilen. Aber das ist hochwertiger, als wenn du eine Sandblattfeile hier reinmachst, ne? Auch von dem Wert des Produktes her. Ja. Ach guck, am 14. Dezember haben wir hier noch eine Tagespflege drin und zwar die reichhaltige, da kann ich glaube ich ganz gut mit um, mit 24 Stunden Feuchtigkeit, natürlichem Mandelöl und das ist für trockene Haut geeignet. 50 Milliliter haben wir hier drin, aber hier haben wir halt leider auch wieder den Lichtschutzfaktor am Start, was es dann einfach ein bisschen schwierig macht. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich halt ja Tagescremes verwende, wo Lichtschutzfaktor schon drin enthalten ist und ich darüber meinen regulären Lichtschutzfaktor trage, dass das Ganze manchmal ein bisschen krümelt. Das ist ein bisschen schade. Ja, und das ist halt so eine klassische Tube, ne? Die kennen wir ja auch, haben wir eben auch schon ein paar Mal gesehen. Ach, guck mal, am 15. Dezember haben wir noch ein Labello drin. Ja, also die Lippen können ja gar nicht genug gepflegt werden, gefühlt. Oder alternativ kann man auch sagen, das ist ein klassischer, der jetzt nicht irgendwie mit Farbe ist oder so. Das heißt, den kann dann vielleicht mein Freund verwenden und den kann ich dann verwenden. Man weiß es nicht. Zum 16. Dezember bekommen wir noch ein kleines Briefchen. Hä? Ja, das sind so Geschenkeanhänger. Brauche ich jetzt nicht in so einem Adventskalender. Hat für mich auch einen ähnlichen Charakter wie jetzt irgendwie Sticker oder so, ne? Das sind allerhand Geschenkeanhänger. Und dann haben wir hier noch so ein Band mit dabei. Es kommt mir so vor, als hätte ich hier wirklich den Adventskalender von dem letzten Jahr in meinen Händen. Weil das war da letztes Jahr safe mit drin. Moment. Ja, scheint so, als hätten die jetzt 2024 nochmal exakt den gleichen Adventskalender rausgebracht. Wie letztes Jahr. Warum? Ich habe jetzt hier eine Woche vor Heiligabend, den 17. Dezember und hier haben wir die Nivea Softcreme am Start. Das ist eine erfrischende Feuchtigkeitscreme für Gesicht, Körper und Hände. 75 Milliliter sind hier drin und ja, die kennt man ja auch so, ne? Das ist normalerweise ja in so einem Creme-Pot drin. Das hier ist jetzt aber in der Tube. Der 18. Dezember enthält auch wieder eine Maske. Wer weiß, vielleicht hat Rossmann sich auch einfach nur vertan und hat dann einfach nochmal gesagt, das ist der Pflege-Adventskalender von 2024 und Nivea hat denen das geliefert. Ich weiß es nicht, ne? Good Morning Fresh Skin, das ist eine Gesichtsmaske erfrischend. Sowas finde ich auch immer ganz nett, muss ich sagen. Einfach weil ich so eine Maske ja auch morgens verwende, kommt es auf jeden Fall für mich ganz gut hin. Und das sind halt auch zwei Sachets in diesem Produkt. Zum 9.10. Dezember gibt es ein Scrunchie. Das ist einmal dieses hier. Ja, ne? Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, dass wenn man seine Skincare macht und lange Haare hat, dass man seine Haare aus dem Gesicht nimmt. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier habe ich so Reinigungstücher drin, die ich persönlich nicht dafür verwende, um mich abzuschminken, sondern um Swatches zu entfernen. Einfach weil ich sonst zu viel schrubbeln würde auf meinem Gesicht, zu sehr an meinen Wimpern reißen würde. Das verträgt mein Gesicht halt einfach nicht. Da kriege ich ganz krasse
Rötungen und das sieht einfach nicht aus. Ne? Auch wenn das für sensible Haut geeignet sein soll, pflegen die Haut mit 0% Alkohol, okay. Aber wie gesagt, ich persönlich mache dann lieber Double Cleansing mit einem Reinigungsöl oder Reinigungsbalsam und danach halt nochmal so einem schäumenden Reiniger. Ne? In der Nummer 21 haben wir eine Nivea Care Pflege drin und zwar die intensive das zieht schnell ein, 50 Milliliter. Ich bin immer noch baff. Auch das soll man angeblich so für Gesicht, Körper und so nehmen können. Ich würde es eher am Körper verwenden, weil mir das fürs Gesicht halt zu speckig wäre wahrscheinlich. Ne? Guck mal, hier habe ich in der Nummer 22 einen wasserfesten Augen-Make-up-Entferner. Nein, einen Augen-Make-up-Entferner, der auch wasserfestes Make-up entfernt mit dem Provitamin B5. Und genau, das sind 125 Milliliter. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, eine Handcreme haben wir am 23. Dezember mit dabei, einen Tag vor Heiligabend. Eine 3-in-1 Care and Protect, intensive Pflege, kein Ausdrücken und schützt die Hautbarriere ohne Alkohol und da sind 75 Milliliter drin. Ich finde, in einen Pflege-Adventskalender gehört auch eine Handcreme mit rein. Ja, und zu Heiligabend haben wir dann ein tägliches Waschpeeling klärend mit Ozeanalge drin und Hydramin. Das ist für Mischhaut geeignet. Da hatte ich, ich glaube, letztes Jahr auch schon gesagt, dass ich das nicht so cool finde. 150 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, kommen wir mal zum Fazit. Mir ist ja durchaus bewusst, dass viele Firmen wirtschaftlich gesehen so ein bisschen am Knapsen sind und dass man da auch ein bisschen gucken muss, wo man halt so hinkommt und so, ne? Aber dass man den gleichen Adventskalender vom letzten Jahr einfach 1:1 nochmal so raushaut, finde ich jetzt echt krass. Auch wenn die Produkte an und für sich gut sind, aber letztes Jahr war das Preis-Leistungs-Verhältnis schon nicht so bombastisch und ja, also auch schon sehr viele Füllprodukte, wo ich mir gedacht habe, das brauchst du jetzt nicht unbedingt in einem Nivea-Adventskalender, haben sich hier einfach jetzt nochmal, und das finde ich irgendwie nicht so cool. Klar, für Nivea-Leute, die sowieso viel Nivea-Produkte verwenden, kann das ein guter Deal sein, vor allem, wenn er dann irgendwann mal reduziert ist. Ich meine, dass er sogar irgendwie Ende des Jahres oder Anfang diesen Jahres zu 50% oder so reduziert war. Also da kommt man dann auch relativ günstig dran, ne? Aber das ist halt die Sache, was ich so krass finde gerade. Die haben diesen Adventskalender von einem Jahr rausgebracht, haben sich gedacht, da haben wir irgendwie was Sinnvolles gemacht. Dann haben sich die Leute den gekauft oder eben auch nicht. Dann gab es halt große Lagerbestände scheinbar noch, die irgendwie abverkauft wurden für 50% Preisreduktion. Dann war das irgendwann ausverkauft und jetzt liefern die den gleichen Adventskalender nochmal in die Filialen oder auch für die Online-Shops irgendwo mit rein, verkaufen den aber wieder zum gleichen Preis von damals. Ich glaube, der lag auch so um 50 Euro. Und hoffen, dass er jetzt gekauft wird, oder wie? Also, sorry. Ich meine, ja, ich habe ihn gekauft, obviously. Aber, ja, ich mache das halt einfach, um euch aufzuklären. Und das ist halt auch dann wahrscheinlich einfach ein sehr aufklärendes Video für euch, ne? Ob die Adventskalender was taugen. Und hier würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Eine Frechheit. Also, aber wirklich. Jetzt, ne, es gibt so viele, muss ich dieses Jahr wirklich sagen, es gibt so viele Adventskalender, wo ich mir einfach denke, das meinen die doch nicht ernst. Also, dass die halt wirklich keine Adventskalender rausbringen, die dann wirklich zur Neukundengewinnung sind und wirklich eine sinnvolle Adventskalender sind, sondern die halt wirklich ramschig rüberkommen. Also, oder zusammengefercht oder sonst irgendwas. Also, das hier macht mich auch schon sauer. Ich muss mich zurücknehmen, ich muss mich zurückreißen, wie auch immer, zusammenreißen. Nee, einfach nee. Holt euch den bloß nicht, weil, also jetzt noch nicht. Wenn ihr den haben wollt, vielleicht Ende des Jahres, ja. Aber denkt bitte daran, dass das Produkte sind, die ja im Prinzip schon dann fast ein Jahr alt sind. Also dann ja, ne? Es ist unglaublich. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was Nicole dazu sagt. Ich werde ihr das auch gleich schreiben, was ich gerade herausgefunden habe. Wow, und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, Fan-Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.